Sieg über Faeser, der Triumph des VdB. Ja, liebe Freunde, heute ist ein Tag zum Feiern. Erstmals in der Geschichte des Waffengesetzes hat sich ein Verband nicht nur getraut, die Bundesregierung zu verklagen, sondern auch noch auf ganzer Linie gewonnen. Hier die Hintergründe. Dear English-speaking followers, this video deals with a recent triumph in court against the German government regarding another round of oppressive new gun laws. If you are interested in this, use the CC function and turn on auto-translate. If not, see you soon, hopefully. Im Oktober 2021 begann das Innenministerium, damals noch unter Seehofer, mit den Vorbereitungen zum Verbot bzw. zur Regulierung von Schreckschusswaffen. Man hat dazu eigens einen Bericht angefertigt bezüglich Schreckschusswaffen, Verschärfung des Waffenrechts. Dieser Bericht wurde strengster Geheimhaltung unterzogen. Sprich, der Inhalt ist top secret, also Verschlusssache. Aber er ist auch die Basis für den von Frau Faeser vor 14 Monaten vorgelegten Referentenentwurf eines neuen Waffengesetzes, der unter anderem die Regulierung von Schreckschusswaffen und Armbrüsten vorsieht. Nur zu gerne wollte ich wissen, was in diesem internen Bericht steht. Denn eine Regulierung von Schreckschusswaffen ist klarerweise faktisch nicht sinnvoll, ist teuer in der Umsetzung, ist eine freche Zumutung für die ehrlichen Besitzer, ne, Stichwort Enteignung, und letztlich auch völlig nutzlos, was die Verbesserung der Sicherheitslage betrifft. Also das kann der Bericht unmöglich ignoriert haben. Und wenn doch, dann wird er die Ahnungslosigkeit und Inkompetenz der Verfasser ans Tageslicht bringen. Mal sehen, was sie zu vertuschen haben. Ich habe deshalb jedenfalls damals einen Antrag gestellt, gemäß Informationsfreiheitsgesetz. Wurde abgelehnt. Erst hieß es, ja, die Informationen sind viel zu brisant. Und dann, nach meinem Widerspruch, wir sind nicht zuständig dafür. Ich habe mich dann an den VdB gewandt, in meiner Eigenschaft als Fördermitglied, und um Hilfe gebeten. Ja, diese Hilfe wurde mir auch gewährt. Der VdB hat am Ende die BRD verklagt und die Herausgabe des geheimen Dokuments verlangt. Ja, diese Klage ist am Donnerstag, dem 14.03.2024, vorgestern, vollumfänglich gewonnen worden. Faeser muss das Dokument herausrücken. Eine Berufung ist nicht zugelassen. Die Sache ist durch. Jetzt kommen mit Sicherheit einige hochinteressante Internas ans Tageslicht. Es gibt garantiert gute Gründe, warum Faeser dieses Dokument unbedingt geheim halten will. Überdies zeigt es ganz deutlich, der VdB hat Recht mit seiner aggressiven Haltung. Stichwort Operation Reset, Next Generation. Wir sind eben nicht wehrlos. Mit den Mitgliedsbeiträgen kann der VdB eine Menge erreichen, wie man jetzt auch hier ganz klar erkennen kann. Das Urteil ist richtungsweisend für die Zukunft. Schluss mit den überfallartigen Referentenentwürfen, die den Verbänden lächerlich kleine Fristen zur Gegenargumentation einräumen. Man wird nie wieder hinter verschlossenen Türen weitere nutzlose Gesetzesverschärfungen vorbereiten können. Es ist eine neue Zeit angebrochen. Der VdB treibt Faeser vor sich her. Wir drehen den Spieß jetzt um. Ja, und die anderen Verbände machen das Gegenteil. Nicht nur weigert man sich, an der Operation Reset mitzuwirken, sondern wirft den VdB auch noch aus dem Vorstand des im Grunde hauptsächlich fürs Nichtstun bekannten Forum Waffenrechts raus. Immerhin ist der VdB Gründungsmitglied dieses Forums. Der Vorsitzende des Forums, Herr Klaus Gotzen, ist in Personalunion übrigens auch der Geschäftsführer des Verbands der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition, JSM. In dieser Eigenschaft hat er, wie mir zugetragen worden ist, mutmaßlich bei der PTB angefragt, wie es denn sein könne, dass die von der Gogan angebotenen Großkaliber-Druckluftwaffen durch die PTB genehmigt werden. Ich denke, es handelt sich um den Versuch einer Denunziation, weil seine Mitglieder, unter anderem Hersteller von veralteten Kleinkaliber-Luftgewehren, in ihren wirtschaftlichen Interessen bedroht sind. Klar, mein Gewinn ist deren Verlust. Ich werde mal Akteneinsicht bei der PTB beantragen. Dann werde ich schon herausfinden, was genau Herr Gotzen von der PTB will. Die Verhinderung unnötiger Restriktionen, die sich sein Verband offiziell auf die Fahne geschrieben hat, wird sicher nicht im Zentrum seines Schreibens stehen. Aber warten wir mal ab. In jedem Fall feiern wir heute einen großen Sieg. Danke, VdB, und danke an euch, die ihr in den VdB eingetreten seid.
Und wenn ihr jetzt noch nicht dabei seid, ihr solltet zu uns stoßen. So bald wie möglich. Links unten. Gemeinsam mit dem VDB werden wir den Verschärfungswahn der letzten 50 Jahre beenden. Den idiotischen Referentenentwurf aus dem Hause Faeser hat der VDB jedenfalls bislang erfolgreich gestoppt. Nach 14 Monaten gilt er als tot. Faeser ist gegen die Wärmepumpe gelaufen damit. Die vielen tausend Briefe an die Ampelabgeordneten und die erfolgreiche Petition haben eindeutig gewirkt. Die FDP hat den Entwurf abgelehnt und ist bislang standhaft geblieben. Ohne den VDB wäre das sicher anders gelaufen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das gefallen hat. Danke und bye bye.